Ja, hallo, ich baue gerade ein paar Lampen für meinen Stall. Und zwar will ich da diesmal keine Fenster einbauen, sondern diese Art Lampen. Die habe ich in einem Video gesehen. Irgendwo in Südamerika werden die wohl recht viel benutzt. Und wie ihr sehen könnt, ist das einfach nur ein Blech, was ich mir hier zurechtgeschnitten habe. Aus so einem Stück Titanblech. Ich habe dann vorher abgemessen, dass das in mein Dach da reinpasst. In die einzelnen Wellen, so dass es dazwischen geht. Und da habe ich dann die Flasche halt so reingesteckt, dass der gewölbte Teil oben ist und dass das Licht dann so reinfallen kann und unten dann halt gestreut wird. Ja, da kommt dann einfach nur Wasser rein in das gute Stück mit ein bisschen Chlor oder wie jetzt bei mir hier Algenschutzmittel, das wahrscheinlich auch Chlor ist. Und das habe ich hier noch rumstehen gehabt von dem Poolzeug. Ja. Ansonsten habe ich hier ein Werkzeug benutzt, halt eine ganz normale Blechschere. Habe dann erstmal den Kreis angezeichnet, den Boden der Flasche benutzt und das dann von innen eingedengelt mit einem Stecheisen und einem Hammer. Könnt natürlich auch bohren oder die Flex nehmen. Und die dann aufgeschnitten zum Rand hin und hochgebogen. Und oben schon festgedengelt an der Flasche. Und mit einer Reihe das Abklebeband hier für Dachbereich, so ein Zeug halt, damit fixiert und dann abgedichtet mit Sofortdicht. Das ist halt so ein Gewebe, womit man zum Beispiel undichte Regenrinnen abdichten kann. Das ist perfekt hier für meinen Blechbereich. Ja, und jetzt werden wir gleich an den Counterpart gehen, an das Gegenstück und dort das Loch in das Dach reinmachen, dass wir das dann einsetzen können. Dann werde ich die Flasche noch befüllen, einmal vorher noch mal ein bisschen ausspülen, dass sie noch ein bisschen klarer wieder wird. Und wollen wir schauen, ob das funktioniert. Ja, eine Prise Salz habe ich noch vergessen. Manche haben gesagt in den Quellen, die ich da gefunden habe, dass das Salz helfen kann, das Licht besser zu streuen. Ja, das Chlor kommt natürlich rein, um gegen Veralgung vorzusorgen, dass das Wasser schön klar bleibt. So, dann wollen wir das neu gebaute Hühnergehege. Das werde ich euch aber auch nochmal in Ruhe zeigen. Ein bisschen mehr Erfahrung jetzt. Und werden die Gehege auch immer besser. Hier habe ich auch nicht viel mehr benutzt als einen guten Bohrer und die Schere und habe mir da das Loch reingemacht und da kommt das gute Stück nun drauf. Jetzt werden wir das noch ordentlich einwitschern, vorher noch mal mit ein, zwei Schrauben fixieren. Ja, fertig mit Einschmalzen, alle Ränder und Schrauben gut zugekleistert. Und oben ist mir ein bisschen was rangeklettert. Das machen wir jetzt mal schnell weg. Und dann machen wir den Test von drin. Jetzt haben wir hier den Test. Mit einmal davor gehalten. Tür ist zu. Arbeit hält die gerade zu. Und einmal weg. Lampe leuchtet. Bringt auf jeden Fall schon was. Bin aber noch nicht genug hier drin. Also ich werde noch mal ein bisschen rumexperimentieren und noch mal eine zweite und eine dritte einbauen. Unterschiedliche Flaschen. Die hier ist jetzt echt ein bisschen trüb. Da will ich ganz doll aufpassen, dass oben nichts ran steht. Mal gucken, ob man dann noch mehr optimieren kann. Aber es schon funktioniert auf jeden Fall, wie man sieht. Ich würde sagen, so. Ja, wie nur 20 Watt funzeln. 20, 30 vielleicht. Jetzt haben wir aber auch noch Nachmittagssonne. Ich werde mal gucken, wie das ist, wenn das ein bisschen schattiger ist, wie das dann funktioniert. Das war es auf jeden Fall erstmal mit diesem Video hier. Und es kommt noch ein anderes kleines und dann kommt mal wieder das nächste große. Das dauert ja mal ein bisschen länger zu filmen. Also bis zum nächsten Mal.